Francis Ford Coppola hat als Regisseur schon so manche Grenze überschritten. Mit seinem neuesten Film überwindet er jetzt sogar Zeit und Raum. So zumindest macht es seine Hauptfigur in Megalopolis. Ein Stadtplaner und Architekt, der eine bessere Welt schaffen will, mit Hilfe eines wundersamen Stoffs. Und ebenso wie unsere Welt manchmal im Chaos zu sein scheint, so ist es auch die Filmwelt des Meisterregisseurs. Ob er damit aber auch ein Meisterwerk geschaffen hat, Klaus Lesche. Megalopolis, der Filmtitel, klingt schon ein wenig größenwahnsinnig. Francis Ford Coppola will eine Parabel erzählen vom Zustand der westlichen Zivilisation und ihrer Führungsmacht USA. Die ist das neue Rom seines Films. Auch diesem Imperium droht, wie dem antiken Vorbild, der Untergang. Man stelle sich die heutige Gesellschaft als ein Ast der Zivilisation vor. Auf dem Weg in eine Sackgasse. So sieht es Caesar, der Visionär. Er träumt von einem ganz neuen Rom, erbaut mit seinem Wunderstoff Megalon, der sich wie eine Pflanze organisch verändert und an die wechselnden Bedürfnisse der Menschen anpasst. Caesar kann auch die Zeit anhalten, ein paar Sekunden lang. Zeit, steh still! Toller Trick. Wozu er gut ist, weiß allerdings nicht einmal Caesar selbst. Der Visionär hat's schwer, um die Macht ringt Caesar mit einfallslosen Pragmatikern und skrupellosen Populisten. Megalopolis ist ein benebelnder Science-Fiction-Cocktail aus Computeranimationen, comicartigen Figuren und dekadenten Partyorgien, in denen ein paar Tröpfchen Tiefsinn gerührt werden. Wie Frisbee-Scheiben fliegen Klassiker-Zitate durch den Film, vom römischen Kaiser Marc Aurel bis zum amerikanischen Philosophen Ralph Waldo Emerson. Das Ende der menschlichen Spezies wird sein, dass sie letztendlich an der Zivilisation zugrunde geht. Megalopolis geht an Coppolas wirrem Drehbuch zugrunde. Während des Schreibens hätte er, wie Caesar, die Zeit anhalten sollen, um sein monströses Filmprojekt nochmal zu durchdenken. Aber deutlich länger als nur ein paar Sekunden.